Der Einstieg im Söringhof ist eigentlich relativ einfach gefallen. Das hängt zu 100% mit den Menschen zusammen, die hier sind. Denn ich war damals 25, als ich hier reingekommen bin. Und da sind natürlich theoretisch erstmal alle skeptisch. Was ist das für einer? Wie macht ihr das? Setzt das so um? Ist das so gut wie vorher? Ist es besser? Man weiß es nicht. Aber es gibt eine Grundskepsis, die ist ja auch natürlich. Und jetzt kommt natürlich so jemand wie Johannes King, der es einem so einfach macht, indem er einfach sagt, du machst das. Die Krux an der Geschichte war eigentlich, dass ich in der letzten Woche auf Sylt meine jetzige oder immer noch Lebensgefährtin kennengelernt habe, mit der ich schon über 10 Jahre zusammen bin. Und ich habe mir geschworen, ich gehe nie wieder auf diese blöde Insel. Jan-Philipp Bernhard. Wir sind hier in Rantum, das heißt auf der Trotzburg mitten in der Düne. Das ist unser Söringhof, unser kleines Einöd, unser Heiligtum. Ich bin der Küchenchef hier im Haus und darf mich täglich an einem wunderschönen Restaurant erfreuen und dort unsere Gäste verwöhnen. Ja, wie ich in so eine Küche gelandet bin, das ist jetzt nicht die typische Story vom Vater, der Koch ist, die dritte Generation. Fakt war auf jeden Fall, dass ich in der Schule extrem faul war. Realschule musste sein, das haben meine Eltern mir früh beigebracht, aber die haben auch gesagt, wenn du nach der Realschule nicht weißt, was du willst, machst du Abitur. Also muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mir dringend überlegen, was ich denn so tun kann, denn ich wusste alles, aber nicht mehr 3 Jahre Schule. Das war für mich ganz klar, es war wirklich eine pragmatische Entscheidung. Durch diese Berufsvorbereitungsseminare und was man dann in dieser Altersklasse von 15, 14, 15, vielleicht noch 16 macht, bin ich irgendwie immer bei Koch und Gärtner rausgekommen. Koch und Gärtner, Koch und Gärtner. Da habe ich aber gesagt, okay, Gärtner, was macht ein Gärtner eigentlich im Winter? Da machen die Schneedienst und so und da hatte ich keinen Bock drauf. Dann bin ich in die Küche gekommen, ganz klassisches, altehrwürdiges Hotel bei mir in der Heimat, in Göttingen. Ich war wirklich von der ersten Sekunde sowas von angefixt. Von dem Geruch, von dem Tempo, von den Menschen, die dort sind, von den Geschmäckern, das sind Sachen passiert, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ja? Und das aus demselben Produkt, was ich im Zweifel aber dann doch kenne. Und so bin ich zum Kochen gekommen. Nach Sylt gekommen bin ich eigentlich dadurch, dass ich in meiner Ausbildung sehr viel gearbeitet habe, denn dadurch hat mir mein damaliger Ausbilder eine Woche Sylt geschenkt und ich habe gesagt, so ganz ehrlich, Urlaub kann ich auch später machen, ich würde gerne ein bisschen was kochen. So bin ich das erste Mal zu Jörg Müller gekommen, also in Westerland gelandet und so ist eigentlich diese Zufallsgeschichte mit Sylt entstanden und daraus dann eine spätere Hassliebe. Sylt ist ein ganz, ganz besonderer Fleck in Deutschland. Das muss man wirklich sagen. Wir haben hier unglaublich viele Vorteile. Ich liebe es hier zu leben, aber das war eben nicht immer so, weil Sylt natürlich schon Besonderheiten hat. Nur die Frage ist ja, welche Besonderheiten sieht man? Gucke ich mir die matte Seite der Medaille an oder die glänzende? Am Anfang war es dann doch eher die matte und ich fand das grausam hier. Und immer mit dem Autozug runter und dann gleich 90 Euro und Hamburg ist so weit weg. Anstatt eigentlich mal zu sagen so, hallo, ich kann am Strand zur Arbeit laufen. Wenn ich hier 4 Stunden für mich Zeit habe, ist das wie für andere eine Woche Urlaub. Und das war aber wirklich ein Prozess. Ich bin jetzt das dritte Mal auf der Insel. Erste Mal war vom Arbeiten toll, alles andere fand ich eher schwierig. Beim zweiten Mal war es dann schon so okay. Das war dann auch das erste Mal Söringhof, also jetzt nur von privater Natur. Und jetzt beim dritten Mal liebe ich es wirklich und ich möchte es nicht mehr eintauschen. Wir haben hier in der Nordsee die einzige kultivierte Auster in Deutschland. Es gibt sonst nirgends, also es gibt Austern, aber keine, die verkauft werden dürfen. Die Auster können hier in der Nordsee sein oder bei uns sein, weil wir absolute Spitzenwasserqualität haben. Das sind irische Setzlinge, die kommen hierher und die Aufzucht passiert komplett hier. Hier liegen schon die ersten Zutaten fürs Menü. Das sind die ersten Algen bzw. Seegras. Wenn man die jetzt richtig wäscht und zum Beispiel pickelt und einlegt, ne, kannst du was einpacken, hast du so nordische Raviolo ohne irgendwelchen Pastateig oder sowas. Ne? Die ist alles voll.
Auster ist natürlich auch so ein Produkt, was wir sehr gerne einsetzen im Söringhof, weil das ist ja ein gutes Stück DNA. Wir sind sehr regional, aber jetzt nicht dogmatisch. Ich möchte das auch gar nicht als Phrase nehmen, weil ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn ich was Gutes vor der Haustür habe, muss ich es nutzen, dann macht es keinen Sinn, das aus Australien einfliegen zu lassen. Aber wir sind uns natürlich auch dessen bewusst, dass wir einfach manche Sachen vielleicht gar nicht so gut können wie andere. Wir wollen ja auch, dass unsere Gäste absolute Top-Produkte, die wir super zubereiten, dass sie die genießen können. Und dann geht es mir nicht darum, nur sagen zu können, das kommt aus Rantum, das kommt aus Hörnum, sondern aus List. Entweder es gibt in Hörnum was, wie die Wattschnecken, die sind Weltklasse, dann nehmen wir sie auch, aber wenn die nicht gut sind, dann müsste ich im Zweifel was anderes nehmen. Und so baut sich unsere ganze Küche eigentlich auch auf.2013 war für mich ein ganz, ganz wichtiges Jahr, für mich persönlich, weil es so diese Gratwanderung war. Ich war gerade im Schloss Lehrbach beim Nils Henkel, ein Jean-Restaurateur-Kollege von mir. Ich war sehr, sehr glücklich bei ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Zeit geliebt, die Arbeit, die Zusammenarbeit, das war alles ganz großartig. Habe mich aber natürlich schon irgendwann gefragt, was ist der nächste Schritt jetzt? Und dann kam ein Anruf von der Insel Sylt, 04651 836200. Ich denke, die Nummer kennst du doch. Was ist denn hier los? Das erste Telefonat, das war so gut, dass wir, glaube ich, beide aufgelegt haben und gesagt haben, das könnte was für die Zukunft werden. Ja, und Philipp ist da sehr energisch auch und auch sehr zielstrebig im absolut positiven Sinn. Er hat natürlich gesagt, wenn ich das mache, muss ich auch eine Perspektive haben. Ich möchte nicht nur der Mann nebendran sein und sagen, wir machen das Step by Step. Ich habe überhaupt kein Problem, ein Stück zurückzutreten, aber es macht natürlich auch keinen Sinn. Er macht die ganze Arbeit und drüber steht immer Johannes King. Also das geht nicht. Ich habe das meiner Lebensgefährtin erzählt und die war direkt Feuer und Flamme. Ich sage, jetzt mach mal langsam. Wir wollen ja, wir sind jetzt nicht mehr in den Wanderjahren. Wir wollen jetzt auch gucken, dass wir einen Lebensmittelpunkt für uns finden. Einen Ort, an dem wir uns wohlfühlen, mit dem wir uns identifizieren, wo wir langfristig leben möchten. Der Einstieg im Söringhof ist eigentlich relativ einfach gefallen. Das hängt zu 100% mit den Menschen zusammen, die hier sind. Denn ich war damals 25, als ich hier reingekommen bin. Und da sind natürlich theoretisch erstmal alle skeptisch. Was ist das für einer? Wie macht ihr das? Setzt das so um? Ist das so gut wie vorher? Ist es besser? Man weiß es nicht. Aber es gibt eine Grundskepsis. Die ist ja auch natürlich. Und jetzt kommt natürlich so jemand wie Johannes King, der es einem so einfach macht, indem er einfach sagt, du machst das. Mach es auf deine Art. Lass uns zusammen stolpern, wir kippen aber nicht um und laufen einfach weiter. Das Restaurant geführt mit einer Bärbel Ring und einem sensationellen Team. Die machen es einem einfach. Also ich denke, Jan Philipps und meine Basis ist auch tatsächlich einfach, dass wir schon den Söringhof so halten wollen, wie er ist. Aber wir möchten natürlich uns auch ständig weiterentwickeln, neue Projekte machen. Jan Philipp ist so einer, mit der unglaublich viele Ideen hat. Ich bin immer diejenige, die sagt, na, wir müssen aber das und das und das bedenken. Also ich glaube, das ist schon eine sehr gute, sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Jan Philipp und mir ist und wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen immer weiter nach vorne schreiten und das ist definitiv ein gemeinsames Ziel von uns. Ich habe mich ziemlich schnell weit zurückgezogen, weil es sich sonst auch nicht entwickeln kann. Diesen Satz finde ich so gut, es fühlt sich gut an. Und das ist etwas, man muss auch loslassen, ja, und ich komme mir manchmal vor wie Falschgeld, ja, wenn ich hier mit der Kochjacke rumlaufe, aber eigentlich in der Küche gar nichts zu suchen hatte. Es ist gewachsen, es muss sich auch für ihn gut anfühlen. Der Johannes hat mir immer den Rücken freigehalten. Er hat mir erstmal administrativ alles von mir gehalten, damit ich mich frei entwickeln kann und hat mich auch Fehler machen lassen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, denn ich meine, letztendlich, er ist natürlich ein Mann mit extrem viel Erfahrung. Er wusste es. Er weiß, ich bringe zu 100% meine Leidenschaft rein, aber ich mache Fehler, die würde er nicht tun. Und wenn dann natürlich jemand kommt und jedes Mal sagt, und das könntest du anders machen und das könntest du anders machen, das würde bestimmt kurzfristig mehr Sicherheit geben, aber in der Entwicklung sehr, sehr stark eingrenzen. Da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich da auch das Vertrauen genossen habe, mich so zu entwickeln. So wie es heute aussieht, ist es wunderschön, aber ich bin mir ganz sicher, in 5 Jahren sieht es schon wieder ganz anders aus und ich freue mich auf all die Entwicklungen, die kommen und ja, das wird großartig. Wann bist du im Genussnetz jetzt dazu gekommen? Warst du von Anfang an mit da? Ich war erst Restaurateur-Mitglied und sind dann, nachdem ich das Fairhaus für die 2 Sterne dann nicht mehr weitergeführt haben, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich ins Netzwerk. Und das war aber direkt bündig, oder? Das war bündig, ja. Wir sind, glaube ich, bis in 2016 eingetreten sein. Wir haben eine klare Philosophie jetzt, die habt ihr ja bei euch im Restaurant auch, ganz klar. Die komplette Reduktion auf das Wertvolle, auf das Echte. Und da, wo bei uns Sylt draufsteht, ist ja kaum noch Sylt drin.
So, und wir machen es anders. Ja, und das, was ihr halt macht, ist halt wirklich 100% Sylt. Ja. Nicht Sylter Soße, sondern 100% Sylt. Fertig. Ja. Wir nehmen Meerwasser, erwärmen das auf genau 62 Grad und verrieseln das über Kunststoffmatten. 200 Quadratmeter Fläche und bringen jetzt Nordseewind ein. Mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit, weil den haben wir nicht immer da. Also in dem Moment, wo wir das Wasser rausgezogen haben, welches wir auffangen, weil daraus resultierend brauen wir Bier. Alle vier Sorten, die wir jetzt haben. Und es reicht immer noch, wir haben zu viel. Wir haben am Tag 2200 Liter Wasser in Trinkwasserqualität. In dem Moment, wo wir aber aufkonzentrieren, schaffen wir es von 2,5 auf 33. Und in dieser Phase bewegen wir uns jetzt hier. Der große Clou an der ganzen Sache ist, und das schafft man weltweit nirgends, ist, dass wir kein Gipskalkmagnesium in der Konzentration am Salz haben. Deswegen ist unser Salz auch so weiß. Es gibt jetzt die Soßen, die wir produzieren, Pasta, das Bier resultierend aus dem Trinkwasser. So kam eigentlich eines zum anderen. Aber es passiert nicht aus Zufall, sondern wir müssen das strukturiert planen und dann häufig stolpern, aber nicht fallen. Ne? Wir sind mit solchen Partnern natürlich an der Seite auf der Insel mit so einer Top-Gastronomie. Also vergleichbar mit Jan Philipp und Johannes gibt es nichts auf der Insel. Haben alle tolle Restaurants, keine Frage, aber in dieser Range bewegt sich gerade keiner. Ich würde sagen, in Schleswig-Holstein keiner. Ich denke, dass man das beste Gefühl für eine Region bekommt durch Genuss. Wir haben hier zum Beispiel Salzwiesen, Wiesen, die regelmäßig vom Meerwasser überspült oder unterflutet werden. Die haben ein ganz eigenes Aroma, die gibt es auch nicht in Berlin, München oder Tokio. Das ist was, das ist Typizität, das ist Authentizität, das ist was, wo die Gäste sagen, das bekomme ich wirklich nur auf Sylt. Ich möchte gerne, dass der Gast am Ende nicht dogmatisch, aber schon bewusst ein Gefühl dafür bekommt, was ihn umgibt. Also hier war wirklich vor 1,5 Jahren nichts, wirklich nichts. Das war hier, da waren riesen Bäume, es war ungepflegt. Das haben wir einmal alles komplett platt gemacht, haben alles, was uns wichtig war, aus dem Bauerngarten umgegraben. Wir haben Johannisbeersträucher, die hatten Wurzelwerk, das war fast 5 Meter in der Breite, haben wir ausgehoben, überwintern lassen und dann hier eingesetzt. Jetzt bewirtschaften wir das. Das ist so wirklich für uns ganz, 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 ganz wichtig. Neben diesem ganz Wichtigen geht es eigentlich gar nicht darum, dass wir jetzt mit den 4 Möhren, die wir hier angebaut haben, sagen können, wir sind autark und jetzt keinen Gemüselieferanten mehr brauchen. Es geht viel, viel mehr um die Inspiration. Kräuter arbeiten wir 100% mit dem, was uns die Insel schenkt. Und das ist im Sommer natürlich sehr, sehr reichhaltig, im Winter ein bisschen eingeschränkter. Nur letztendlich ist es so, durch unsere Art der Küche, wo Gewürze im klassischen Sinne oder Gewürzmischungen gar keine Rolle spielen, wir haben kein Curry in unserer Küche, brauchen wir natürlich trotzdem Dinge, die unseren Gerichten eine Tiefe geben, eine Spannung aufbauen, ohne dass es jetzt experimentell ist. Wir legen sehr großen Wert auf Wohlgeschmack. Nicht aufs Besonderssein, sondern auf Wohlgeschmack. Und diese Kräuter, die haben wir hier wirklich, dass wir sagen können, damit arbeiten wir das ganze Jahr. Ich bin so ein kleines Kind der Jean-Restaurateur. Ich war die letzten 7 Jahre in Jean-Restaurateur-Betrieben. Bin ganz ehrlich, das war am Anfang eher so Zufall. Beim zweiten ist mir aufgefallen, ach guck mal, schon wieder ein Jean-Restaurateur, der mir so zusagt. Es sind alles Menschen, die das, was sie tun, lieben, die das, was sie tun, extrem hochwertig machen. Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren dort Mitglied und bin wirklich begeistert. Denn dieses Netzwerk, dieser Austausch ist so unbezahlbar. Denn eins vereint alle Jean-Restaurateur. Sie sind erfolgreich mit dem, was sie tun, auf ganz unterschiedliche Arten. Und das ist für mich großartig, denn wir leben alle in einem Mikrokosmos. Aber diese Zeit, sich zu nehmen, über den Tellerrand hinauszuschauen, andere Dinge kennenzulernen, das sind natürlich nur Dinge, die man im Netzwerk schafft, die man schafft, wenn man Menschen hat, wo es nicht um Gewinnoptimierung geht, um irgendwelche wirtschaftlichen Interessen, sondern in einer Art Freundeskreis. Man kann so viel draus schöpfen, es sind so viele Gleichgesinnte mit dabei. Also es bringt einem persönlich etwas, aber es bringt eben auch dem Betrieb, den Mitarbeitern, bringt es unheimlich viel. Ich
Wenn ein Gast in unser Restaurant kommt, wünsche ich mir, dass er einfach ein Gefühl bekommt für Raum und Zeit. Dass ein Gast, wenn er unser Restaurant verlässt, einordnen kann, wo er gelandet ist. Nämlich auf einer nordfriesischen Insel in Schleswig-Holstein. Wir sind eingekesselt von der Nordsee. Wir haben Gezeiten, wir haben viele, ja, viele Besonderheiten und die Jahreszeit soll eine Rolle spielen. Ich denke, um solche Leistung zu bringen, die wir hier jeden Tag bringen, braucht man vor allem eins und das ist eine Riesenportion Idealismus und Leidenschaft. Erfolg ist immer Fleiß und wir sind alle sehr, sehr fleißig. Das ganze Team hier im Söringhof ist sehr, sehr fleißig. Wir nehmen nichts als selbstverständlich und probieren einfach nicht stehen zu bleiben. Ich glaube immer nur, dass Menschen erfolgreich sind, wenn sie fast mit Herzblut tun, weil sonst, das merkt man und wir sind ja auch Dienstleister und wenn ich nicht herzlich bin oder nicht mit Freude auf den Abend sehe, wo dann unsere Gäste uns besuchen, dann transportiere ich das in den Gastraum und da werde ich einen Gast nicht glücklich machen können und mich schon gar nicht. Und wenn ich unglücklich bin, dann kommt es auch noch auf das ganze Team. Das sind alles Attribute, die mit Sicherheit dazu beitragen, dass man einfach auch wirklich selig ist in dem Beruf. Und das kann man werden, das muss man werden, weil es einem dann so unglaublich viel gibt.